Kurz vor der fünften Runde geht es darum, Verträge mit den Spielern zu sichern und fit für die Zukunft zu sein. Darum hat das EACO-TV beim Geschäftsführer Peter Rötteli nachgefragt. Wie laufen die Verhandlungen im Moment? Ja, es ist so, dass unser Sportteam seit ca. 8 Wochen an der Planung für die neue Saison ist. Dass wir mit allen unseren Spielern, die hier heute im Kader sind, Gespräche führen über ihre Zukunft, über ihre weiteren sportlichen Ziele, die sie haben. Ob sie die mit dem Jahrzehnte in Angriff nehmen wollen. Und Verhandlungen laufen eigentlich gut. Ist nicht ganz immer einfach, aber ist klar, mit einem sportlichen Erfolg weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. Und da sind wir aber auf einem guten Weg, dass man zu einem Ziel kommt. Und der Stand heute ist, dass wir 9 Spiele unter Vertrag haben für die nächste Saison. Und dass man mit etlichen kurz vom Vertragsabschluss ist. Und dass wir eigentlich guten Mutes sind, dass wir vor den Playoffs Standbein von unserem Kader zusammenwerten haben. Nachher während der Playoffs wollen wir eigentlich nicht über Verträge diskutieren, weil dann sollen sich die Spieler konzentrieren auf die Wichtigkeit von dieser Phase und dass wir eigentlich hier wirklich auf einem guten Weg sind. Welche Spieler haben bis jetzt schon einen Vertrag? Ja, für die nächste Saison hat der Urban Leimbacher einen Vertrag, unser Goalie. Nachher in der Verteidigung ist der Remo Meister, der einen Vertrag hat, der Christian Haldimann, der Romano Bacchetti, der Simon Schneider. Der Siri Leschlmann hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, der Remo Hirt, der Pascal Annen und der David Maurer. Die haben alle Verträge für nächstes Jahr. Dann haben wir Spielungenvertrag, wo wir Optionen haben, die wir diese Woche ziehen werden. Das ist unter anderem der Diego Schwarzenbach. Wie laufen die Verhandlungen mit den Ausländern? Ja, wie schon oft erwähnt, sind wir jetzt wieder mit den Leistungen von Brent Kelly und Jeff Campbell. Wir würden sie gerne hier in Alten behalten. Ihnen gefällt es auch hier und wir sind auch seit mehreren Wochen eigentlich dran, mit ihnen und mit ihnen Agenten Gespräche zu führen. Und es ist eigentlich positiv, dass wir ja, zusammen einen Weg finden, der auf beiden Seiten stimmt. Ist klar, auch hier ist nicht ganz so einfach. Wir haben klare finanzielle Vorgaben vom Verwaltungsrat, die wir einhalten. Aber ja, wir hoffen, wir bringen es hier auf einen gemeinsamen Punkt. Was meint man zur Aktion «Pro starkes Kader» vom Fanclub? Ja, wir haben von dieser Aktion Kenntnis bekommen, die hier die Fanseite aufgezogen hat. Und das unterstützt uns bei unserer Arbeit. Wir sind stolz, dass wir solche Fans haben, die auch mithelfen wollen, dass wir das Kader kann verstärken kann, dass wir gewisse Spieler abhalten können. Und das ist eine tolle Sache. Und ich denke, man sieht auch wirklich das familiäre Verhältnis, das der HCO hat, dass eben auch Fans eine solche Aktion in den Weg leiten. Und ich möchte mich bei allen, die hier mitmachen, natürlich recht herzlich bedanken. Wie ist man vorbereitet auf die 5. Runde? Ja, also im Moment sind wir auf dem Tabellenplatz 2. Das ist wirklich eine hervorragende Situation für uns. Jetzt wieder mit der Leistung vom Team. Aber es ist wichtig, dass wir unter den ersten 5 platziert sind, bevor es die 5. Runde anfängt. Weil es gibt ein zusätzliches Heimspiel. Das heisst, wir haben 5 Heimspiel. Unsere Saisonabbesitzer kommen in Genuss von einem zusätzlichen Gratis-Heimspiel für sie. Für uns wichtig auch wegen dem Match und Zuschauereinnahmen. Das bringt uns auch einen kleinen Schritt weiter. Und wir schauen von Tag zu Tag, ob wir anzuhalten. Es ist wirklich wichtig, dass wir die Tabellensituation verteidigen können. Und nachher, wie die 5. Runde rauskommt, ist das Ziel ganz klar, unter den ersten 4 können zu bleiben. Dass wir am Auswahlverfahren den Gegner auswählen können. Nicht das Gleiche passiert wie das letzte Jahr. Und dann gehen wir in die Playoffs und da haben wir ganz klar das Ziel, in Halbfinale zu kommen. Und dann müssen wir uns überraschen, für was das Team fähig ist. Wir müssen hier eigentlich guten Mutes und wir glauben an die Fähigkeiten von dieser Mannschaft. Und denken, es könnte die eine oder andere Überraschung geben in diesem Jahr. Einen wichtigen Schritt kann man am Samstag im Spitzenspiel daheim gegen Fisch machen. Man darf gespannt sein.